Ecke, dann sage ich doch mal, was ist denn heute Ihr Anliegen? Oh, ich glaube, dass ich mit dem Trauma selbst meiner Mutter immer noch verschmolzen bin. Okay. Ja, und dann gab es etliche Partnerschaften, wo mir Ähnliches passiert ist. Also es sind 4 Vergewaltigungen passiert. Der Kindsvater war ein Therapeut und hat mich auch vergewaltigt und geschlagen, hat das alles verleugnet. Ich galte als die Verrückte. Puh, ja. Das ist heftig, aber das Ja. ist ganz typisch für bestimmte Muster, die man als Kind erlebt und dann sich einprägt. Wir können Ja. doch mal einen roten Würfel nehmen für Mutters Trauma. Ja. Und dann habe ich eine Schwester, die wollte auch gerettet werden von mir und schickt mir ihre Kinder, die aber auch suizidal sind, und das hat sie verschwiegen. Und seitdem komme ich gar nicht mehr zur Ruhe. Also Sie arbeiten selber noch therapeutisch. Nein. Ich arbeite gar nicht mehr, ich bin Rentnerin. Ich werde jetzt 70. Ich pflege die Nachbarskatze, die Nachbarskinder und Ja, das ist relativ trinke. ungefährlich, wenn man eine Katze pflegt. Das ist ungefährlicher, als wenn man die Mutter pflegt. Nein, So. die ist ganz, der Nachbarskater ist ganz lieb. Eben. Ja. Ja, das ist doch schön, wenn sich im Alter da etwas Erfreuliches gönnen. Ja, und ich mache Babysitting, aber nur bei Leuten, die gesund und stabil sind. Ja. Ich möchte mit Problemen nichts mehr zu tun haben. Ich war 40 Jahre im Jugendamt, habe aber überwiegend Organisation gemacht, aber es reicht. Für dieses Leben habe ich mein Soll dreifach erfüllt. Dann schauen wir doch mal Ihr Trauma mit der Mutter. Das ihre symbolisieren wir durch einen roten Würfel. Ihre Ja. Beziehung mit der Mutter, diese traumatische Beziehung mit der Mutter, das symbolisieren wir durch einen roten Würfel. Wenn Sie Plätzchen zulegen, dass ich die auch sehen kann. Ja. Und So. dann haben wir Rot. Das ist die Ecke von heute. Die Gelb wäre ihr wahres Selbst. Eine Ecke, die hat ihre Würde und ihren Wert in sich selber, unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was die anderen denken. So wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Mehr braucht es gar nicht. Dann gibt es Grün, die vitale, emotionale Ecke. Ihre Gefühle, Wünsche, auch ihre Wut gerne äußern möchte, die aber auch gerne geschützt werden möchte. Und diese drei Elemente von Elke können Sie in Bezug setzen zu diesem Beziehungstrauma mit der Mutter. Und dann legen Sie meinen Finger auf die rote Elke von heute. Wie fühlt sich das an in dieser Konstellation? Ich beiß die Zähne zusammen. Also diese Klötzchenmethode, die hat den Vorteil, sie macht ein Programm sichtbar, was ihr Erleben, ihr Verhalten, ihr Selbstbild bestimmt, ohne dass ihnen das immer so bewusst wird. Die Folgen davon, die kriegen sie natürlich immer hautnah zu spüren. Das Programm selber ist ihnen nicht bewusst, deswegen können sie es auch schlecht verändern. Ist daher auch ziemlich therapieresistent. Aber wenn sie es jetzt selber sehen, dann können sie ja sehen, da gibt es dass dieses Muttertrauma eigentlich heute gar keine Rolle mehr spielen müsste. Und dann können Sie ein Symbol für eine Grenze nehmen, einen Zollstock, ein Lineal. Das legen Sie dann mal so, dass auf der einen Seite dieses Trauma mit der Mutter ist, auf der anderen Seite sind Sie und Ihre Selbstwert. Dann legen Sie nochmal einen Finger auf die rote Elke. Wie geht es der Elke heute? Wenn es da eine Grenze gibt, wenn Der dieses. Kiefer entspannt sich. Und zu Ich diesem Trauma mit der Mutter gehört natürlich auch eine Mutter. Nehmen Sie mal ein blaues Plätzchen für die Mutter. Und eine Mutter, die, wir wissen jetzt gar keine Details, was die Mutter in Schlimmes angetan hat, müssen auch da gar nicht in Details gehen, aber Sie kennen die Verletzung durch die Mutter und es ist anzunehmen, dass eine Mutter, die ihrer Tochter so etwas antut, dass die selber ebenfalls traumatisiert war. Das ja. wissen Sie von Mutters Trauma. Das weiß ich seit früher Kindheit, das hat sie immer gesagt. Es gibt Mütter, die sagen das immer, da weiß ein Kind das. Es gibt Mütter, die reden gar nicht davon, Kinder spüren das trotzdem. Ja, die hat mich nachts aus dem Bett geholt und mir die Bombardierung von Dresden gezeigt. Oh, Und wenn sie schrecklich. suizidal war, dann musste ich das aufhalten. Schrecklich. Und eine Stunde später Also, hat sie gedroht, mich totzuschlagen. die Frau, die war verwirrt.
Man würde sagen, würde man vermuten, ist so präpsychotisch oder grenzpsychotisch oder borderline. Hier dürfen Sie drei blaue Würfel in die Seite stellen für deren Traum. Die hat drei Geschwister verloren, vielleicht sogar vier. Kriegst du noch einen vierten Würfel auch dazu? Gibt es ein besonders tragisches Geschwisterverlust? Wissen Sie ja was? Da hat sie nicht drüber gesprochen. Ich nehme an, dass das die Irene ist. Ja, die war etwas älter als sie. Die ist an einer Herzkrankheit nach der Flucht verstorben. Jetzt nehmen Sie mal die Grenze weg. Dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Ecke von heute. Wie geht es der Ecke von heute, wenn es keine Grenze gibt? Wenn in Ihrem Raum Ihr eigenes Trauma mit dieser Mutter ist, dann die Mutter und deren eigenen Traum. Mir wird schwindelig, ich höre auf, mich zu spüren. Also es ist einfach viel zu viel. Aber das war einfach die Realität Ihrer Kindheit. Was anderes haben Sie gar nicht kennengelernt. Ja. In dieser Realität war es unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, aber sie wollten überleben. Ja. Und sie haben überlebt, darum sonst selbst nicht mehr gegenüber. Und da gibt es so, herausgefunden haben, ganz elementare Anpassungsstrategien. Das eine betrifft die grüne emotionale, die legen Sie mal platt, neben diesen roten Würfel, neben Ihr eigenes Trauma. Diese emotionale Ecke, packen Sie mal dieses Trauma drauf. Schauen Sie mal, ob das nachvollziehbar ist, dass diese Traumata mit der Mutter, dass die ihre Lebendigkeit, ihre Spontanität, ihre Ja, ich Fröhlichkeit verlieren. beuge mich, der Rücken wird krumm. Und nicht genug damit, Sie packen jetzt auch noch mal die ganzen Traumata der Mama zu, die Sie haut nach sogar leben mussten. Und so ist es stimmig, dass alle diese Elemente ihre Lebendigkeit, ihre Fröhlichkeit belastet. Ja. Es kann sogar sein, dass Sie selber Ihre Lebendigkeit, Ihre Gefühle, Ihre Bedürfnisse unterdrückt haben, entweder um diese Schmerzen gar nicht so zu spüren, das war ja nicht zum Aushalten, oder um sich zu schützen vor weiteren Verletzungen, oder um eine Mutter zu schonen, also ihre Vitalität da unterdrücken, um eine Mutter zu schonen, die möglicherweise dann gleich ausrastet und irgendwas Schreckliches macht. Ja, und um sie bei Laune zu halten, damit sie nicht in die Psychose abrutscht. Ich habe als Kind schon Psychosentherapie mit ihr gemacht. Ja, das ist erstaunlich, was die Kinder alles auch Ja. überleben. Dann stellen Sie mal die rote Ecke von heute oben auf diese erhöhte Position, den Turm, auf das es nicht kippt, müssen schon ein bisschen Stabilität sorgen. Das ist eine Ecke, die unterdrückt selber ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, um sich zu schützen, um andere zu schonen. Und damit gehen Sie auf eine höhere Ebene. Das kann sein eine rationale Ebene, eine spirituelle Ebene. Manchmal sind es Parallelwelten, Fantasiewelten, wie man sich einfach flüchtet, um dieses tägliche Elend gar nicht immer so an sich heranlassen zu müssen. Das kennen Sie doch. Ich hatte immer die Fantasie, ich bin im Krankenhaus vertauscht worden. Ich gehöre gar nicht in diese Familie. Ja. Das ist eine Idee, die einen manchmal entlasten kann auf die Dauer, man kann die einen aber auch verrückt machen. Jedenfalls. Es ist so, dass Sie da dann, weil der innere Kompass sozusagen nicht zur Verfügung steht oder gefährlich ist, den zu benutzen, dann entwickeln Sie Antennen nach außen und spüren, was bei den anderen los ist. Und dann orientieren Sie sich nach den Bedürfnissen und Befindlichkeiten der anderen, kommen dadurch vielleicht die Illusion, dass Sie nützlich sind. Ich war bei den Nachbarinnen sehr beliebt. Wenn ich mich verwundet habe beim Spielen, bin ich zu den Nachbarinnen gegangen. Da haben Sie die echte Fürsorge bekommen, die haben nach Ihnen geschaut, Sie wussten schon damals, die Mama, die kannte es nicht. Das ist sehr klug, dass Sie sich da sozusagen Ersatzeltern gesucht haben, die Ihnen diese Fürsorge entgegengebracht haben. Das ist sehr, sehr kluger Instinkt. Jetzt zu dieser magisch grandiosen Position gehört aber auch, dass Sie zu Perfektionismus neigen, dass Sie zu Kontrolle neigen. Kennen Sie sowas von sich? Nein, überhaupt nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich nicht bedroht bin. Ich bin überhaupt nicht perfektionistisch. Und Das lobt aber mein Mann immer, aber ich kenne dieses Verhalten, wenn andere ganz am Boden liegen und saugen, dass ich mich dann überlegen fühle. Aber nur, wenn andere saugen.
dass sie sich dann überlegen fühlen. Und kennen Sie aber auch so Selbstabwertung, wenn Sie merken, dass Sie den anderen nicht retten können? Ja. Und dahinter steckt natürlich die Illusion, dass Sie eigentlich den anderen retten müssten. Ja. Und Und das ist ja ein Stück Größenwahn. ja. Und das sind diese Größenfantasien und dass diese Selbstüberforderung, die damit verbunden ist, also Sie nennen es vielleicht nicht Perfektionismus, aber vielleicht ist es so ein Retterwahn oder Helferwahn. Ja. Und dann, wenn es dann nicht klappt, dann, was gar nicht klappen kann, dann fühlen sie sich schlecht und werten sich selber ab. Dadurch entsteht dieses brüchige Selbstwertgefühl, das schwankt zwischen Selbsterhöhung und Selbsterniedrigung. Das Ja. kennen Sie. Ja, das ist der Punkt, wo ein gesunder Mensch sich auf dem Absatz umdreht, bin ich immer stehen geblieben und habe versucht, das zu verstehen oder zu retten. Ja. Genau. Also damit haben wir jetzt diese Überlebensstrategie der kleinen Elke rekonstruiert. Und Sie haben ja schon viel Therapie gemacht. Und wenn Sie sehen, dass dieses Programm aber immer noch wirksam ist, dann können Sie das jetzt löschen. Gerne. Das Programm kann man löschen. Und Sofort. als erstes holen Sie mal die Elke aus dieser magisch-grandiosen Position herunter, stellen Sie auf den Boden, nehmen Ihr wahres Selbst. Zwar selbst ist sie möglicherweise noch nicht so bekannt, aber Sie können es auf die Art und Weise sich schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt brauchen wir ein anderes Symbol für diese magisch-grandiose Strategie, dieses überlange, schlanke, rote Plätzchen. Es wackelt ein bisschen, aber das passt dazu, zu diesem Lebensgefühl da oben. Es liegt ja immer noch die grüne emotionale Elke platt unter all diesen Themen, die ja heute eigentlich gar nicht mehr relevant sein müssten. Jetzt können Sie selber diese kleine emotionale Elke befreien, indem Sie da ein anderes Symbol nehmen für die damalige Strategie der Selbstverleugnung, nämlich einen grünen Würfel. Dann legen Sie einfach mal neben diese liegende Elke. Dann können Sie vorsichtig die Elke befreien, indem Sie diesen Turm verschieben auf den grünen Würfel. Dann legen Sie mal einen Finger auf die grüne emotionale Elke. Spürt ihr eine Erleichterung, wenn Sie ihr diese Themen abgeben? Dies heilfroh. Und Sie könnten sie aufklären, Sie könnten ihr sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Sie beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst ja gar nicht zuständig. Du warst ja gar nicht zuständig. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Ich brauche dich hier und heute, Ich brauche dich hier und heute, um endlich mein Leben feiern zu können. um endlich mein Leben feiern zu können. Und ist einmal der kleinen grünen emotionalen Ecke oder ist die immer noch so apathisch? Oh, es vitalisiert mich jetzt. Ah ja. Ja, der Schleier schwindet. Ja. Und die war ja ihr Leben lang sehr allein mit ihrem Leid. Keiner hat es gesehen, keiner hat es verstanden, keiner hat sie getröstet. Auch die Therapeuten konnten ihr nicht so wirklich viel weiterhelfen. Dann tut es ihr vielleicht gut, wenn sie heute endlich erlebt, dass jemand es sieht. Es erkennt und sie aus dieser Verwirrung herausholt. Und die rote Ecke von heute, unterstützt von dem wahren Selbst, können sie gemeinsam da herausholen und auf den sicheren Abstand bringen. Wie wäre das für Sie? Ja, sehr gut. Dürfen Rot und Gelb die zwischen sich nehmen, die kleine Ecke? Bringen sie in Sicherheit auf Abstand. Bisschen mehr nach, von Ihnen aus gesehen, nach links auf Abstand. Und dann steht jetzt vor Ihnen aufgetürmt dieses Trauma-Konglomerat, so nennen wir das, die Elemente Ihres Stressprogramms. Im Zentrum ist Ihr eigenes Trauma mit dieser Mutter. Dann kommt die Mutter mit ihren verschiedenen Traumata. Dann kommen ihre Bewältigungsstrategien, Selbstverleugnung und magisch-grandiose Strategien. Sie waren bisher damit identifiziert. Wir haben Sie selber, der Teil von Ihnen, der damit noch identifiziert war, die rote und die grüne haben wir da rausgelöst. Und ersetzt durch Symbole. Und das, was da jetzt noch steht, das ist mit Ihrem Wesen heute ganz gar nicht vereinbar. Es gehört auch nicht in die Gegenwart. Das können Sie schon mal aus dem Sichtbereich rausschieben, nach hinten rechts. Das ist ein Da stellen Sie sich aber noch eine Sichtblende vor. Und dann darf die rote Elke von heute doch schon mal spazieren gehen in dem Raum, der jetzt frei geworden ist. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an?
wenn sie sich jetzt bewegen in diesem Raum. Mir wird ein bisschen übel. Ja. Mir wird ganz übel, als wäre ich schuldig. Ja, das Programm war wie eine Zwangsjacke. Jetzt haben sie auf einmal nichts mehr, was sie bestimmt. Jetzt müssen sie sich selber orientieren. Und vielleicht fehlt ihnen da die Orientierung. Ich krieg Angst. Fehlt ihnen die Orientierung. Und das ist aber unvermeidbar, wenn wir das alte Programm löschen, dass es dann vorübergehend eine Phase der Verunsicherung gibt. Und wenn sie das aushalten, dann können wir weiter. Ja, okay. Und es gäbe eine Alternative zu diesem Programm, das war ja orientiert an Ihrem Trauma, an den Traumata der Mutter. Stattdessen können Sie ein Programm entwickeln, das orientiert ist an Ihrem wahren Selbst. Und das steht ja schon am Tisch, das ist diese gelbe Klötzchen. Aber wie es scheint, wurde die Würde der kleinen Elke in dieser Familie gar nicht gesehen. Ja. Man konnte vielleicht auch gar nicht sehen, was für eine Würde diese kleine Elke schon hatte. Können Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen? Schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst von Elke, dass er seine Würde hat, wie eine Rose ihre Würde hat. Und können Sie sehen, dass dieses wahre Selbst von Elke liebenswert ist, unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was der andere denkt. Fühlt sich verboten an. Okay, also Ihr Gefühl ist noch verwirrt. Das ist die Regel bei solchen frühen, schweren Traumata, dass das Gefühl verwirrt ist, das Gefühl für wahr, richtig und falsch. Und dann haben Sie aber möglicherweise einen Verstand. Was würde Ihr Verstand Ihnen dazu sagen? Mein Verstand sagt, das ist nicht nötig. Du bist wunderbar, die anderen sind verkehrt. Okay. Also, ich kann Ihnen sagen, solange Sie sich nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren, werden Sie auch die nächsten 70 Jahre aus dieser Verwirrung nicht herauskommen. Ja, das weiß ich schon. Und wenn Sie sich heute nach Ihrem Verstand orientieren, haben Sie die Chance, heute da auszusteigen. Das wäre doch immerhin ein Angebot. Ja, das machen wir. Und dann schauen Sie mal, wenn Sie sich nach Ihrem Verstand orientieren, gibt es an diesem wahren Selbst irgendwas auszusetzen oder können Sie sehen, dass es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil es da ist. Es gibt überhaupt nichts auszusetzen. Grüne stellen Sie mal ein bisschen auf die Seite, die steht ja zwischen der roten und der gelben. Dann könnte ich jetzt stellvertretend für die gelbe, für Ihr wahres Selbst in der roten sagen, hallo. Ecke, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals das Trauma deiner Kindheit mit deiner Mutter. Es gab schwerste Traumata, das alles ist lange vorbei, du hast es überlebt. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich. Wie kommt es an bei Ecke? Oh, ist kaum zu glauben. Ecke, es kann sein, dass sie so viel Enttäuschung erlebt haben, dass sie misstrauisch geworden sind. Sie ist skeptisch geworden. Kennen Sie das von? Ja. Und das nennen wir so den Controlletti. Der Controlletti, der könnte sagen, Elke, du hast zu viel Enttäuschung erlebt. Ich rate dir, lass dich nie wieder auf was Neues ein, sonst wirst du wieder enttäuscht. Kennen Sie sowas? Bei meiner Mutter schon. Ja. Aber ob Sie das so als innere Instanz kennen? Nein, ich bin eher naiv und lasse mich auf Sachen ein, die nicht realistisch sind. Okay. Also dann müssten Sie sich ja davon gar nicht beeinflussen lassen. Und dann könnten Sie ja Ihrem Selbst erklären, warum Sie nicht schon längst mit diesem Selbst verbunden waren. Denn Sie haben ja gerade gehört, es gehört eigentlich zu Ihrer Grundausstattung dazu, unverlierbar und zerstörbar. Und dann können Sie erklären, warum Sie bis dahin noch nicht verbunden waren. Und was wir gesehen haben, war ja, dass Sie quasi verklebt waren mit diesen ganzen Traumathemen der Vergangenheit. Wenn das für Sie stimmig ist, können Sie selber zu Ihrem wahren Selbst sagen. Anscheinend war ich so verklebt mit diesen ganzen Traumathemen von damals, dass ich sie gar nicht wahrnehmen konnte. Anscheinend war ich so verklebt mit diesen ganzen Traumata von früher, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. So stimmig für Sie. Ja, aber mir ist immer noch schlecht. Schauen wir mal, ob sich das nach und nach löst. Dann können Sie sagen, das hat mit dir gar nichts zu tun, das hast du auch nicht verdient. Es hat mit dir gar nichts zu tun, das hast du auch gar nicht verdient. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ich glaube, ich brauche einen Beschützer. Ja, das ist eine gute Frage, weil es war ja damals extrem belastend für Sie. Gab es denn damals etwas, was Ihnen so einen Halt gegeben hat? Ein Tier, eine Figur, eine Märchenfigur, eine Imagination. Für manche ist es ein Baum oder eine Wolke.
es irgendwie das, was Ihnen geholfen hat, das alles überhaupt zu überstehen? Bücher. Ich war ein Bücherwurm. Bücher. Und welche Geschichten haben Sie am liebsten gelesen? Von heute aus würde ich sagen Pippi Langstrumpf, aber die gab es damals noch nicht. Ja. So dieser Junge, der diesen Hund hatte, diesen Lassie, der alle dann befreit und gerettet hat. Also war es der Hund. Ja, mit dem Jungen zusammen. Aha. Ich habe Ja, mir immer dann. einen Bruder gewünscht, den gab es aber nicht. Aha. Ja, dann stellen Sie sich mal vor, dass die Imagination für einen Bruder. Das wäre vielleicht ein schmales grünes Klötzchen. Der schmale Bruder, den stellen Sie mal neben sich. Neben grün oder neben rot? Neben Rot. Wie geht es Ihnen, wenn dieser Bruder neben Ihnen steht? Mit seinem Hund? Es ist zu wenig, muss noch ein Mann zu. Mhm. Einer, der der Mutter Einhalt gebietet. Gab es denn da jemand? Nein. Oder haben Sie in Ihren Märchenbüchern, haben Sie da eine starke Männerfigur kennengelernt? Nein, im Fernsehen. Louis Trenker fand ich immer toll. Louis Trenker. Dann brauchen wir Louis Trenker. Haben Sie ein überlanges blaues Klötzchen? Ja, überlanges grünes. Und jetzt ist das Screenshot, überlange Grün ist schon wunderbar. Das ist der Louis Trenker. Ja, Und brauchen. jetzt hält es sich auf. Ja. Und Jetzt. den Bruder brauchen wir auch. Ein Bruder, noch ein Bruder. Nein, nein, brauchen wir den noch und erreicht der Louis Trenker. Oh, am besten beide. Okay. Ja, dann schauen Sie mal, wie es denn jetzt, wenn Sie hören von, dass Ihr Wahl selbst sagt, der Schmerz hier von damals ist lange vorbei und heute bin ich ganz für mich. Der Schmerz von damals ist Nein, lange wie vorbei. kommt das bei Ihnen an, wenn Sie das hören? Der Schmerz hier von damals ist lange vorbei und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt es an bei Ihnen? Es kommt nicht an. Nicht ja. Kommt nicht an, nein. Mhm. Und wenn Sie dann nochmal sagen, ich war vielleicht zu verklebt, diesen alten Problem von damals, dass Sie dich einfach nicht wahrnehmen konnten. War halt so verklebt mit diesen Problemen von damals, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hatte das aber gar nichts zu tun. Mit dir hatte das überhaupt gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Ich merke, dass tiefe Trauer aufsteigt. Könnte so bedauernd sein, dass Sie möglicherweise was ganz Wichtiges versäumt Ja, und ich haben. schäme mich. Aber andererseits schämt man sich gerne darüber, aber andererseits bietet es ja die Chance, dass sich da jetzt was ändert, wenn Sie das jetzt anders wahrnehmen können. Können Sie das spüren, dass es auch so eine Hoffnung gibt, dass jetzt was anders werden kann? Ich habe einen richtigen Kloß im Hals. Mhm. Jetzt wird es ja noch schlimmer. Wir haben ja gesehen, Sie mussten eine Strategie entwickeln, sich zu verleugnen, sich klein zu machen, um sich zu schützen, um andere zu schonen, um für andere nützlich sein zu dürfen. Auch das müssen Sie Ihrem Wahn selbst sagen. Anscheinend musste ich damals die Strategie entwickeln, dich zu verleugnen. Anscheinend musste ich damals die Strategie entwickeln, dich zu verleugnen, Um mich zu schützen, um mich zu schützen. andere zu schonen, Andere zu schonen nur um für andere nützlich sein zu dürfen. und für andere nützlich sein zu dürfen. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Ist das stimmig für Sie? Ja. Was für ein Gefühl kommt dann? Der Kloß gibt ein bisschen nach. Okay. Es ist ja so, wir verstehen all Ihre Probleme von heute als Folge dieser damaligen Traumata, beziehungsweise als Folge der damaligen Überlebensreflexe, Selbstverleugnung, magisch-grandiose Stress. Den meisten Betroffenen ist dieser Zusammenhang unbekannt. Dann kann es sein, dass sie irrtümlich sich selber für ihre Probleme verurteilen. Kennen Sie sowas?
Ja. Und das wäre natürlich äußerst fatal, denn die einzige alternative Strategie zu diesem traumaorientierten Stressprogramm, von dem Sie sich gerade verabschieden wollen, das wäre ja ein Programm, was orientiert ist an Ihrem wahren Selbst. Wenn Sie jetzt aber irrtümlich dieses wahre Selbst verantwortlich machen für die ganzen Probleme, dann geht das ja gar nicht. Dann klappt buchstäblich die Falle zu. Ja. Das Gefühl, in so einer Falle zu stecken, das kennen Sie vielleicht. Ja, der Hals schnürt sich immer noch Ja. zu. Es gibt aber auch da eine Lösung. Schauen Sie, ob Sie sagen können zu Ihrem wahren Selbst: Möglicherweise habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich. Möglicherweise habe ich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Jetzt haben Sie das entscheidende Wort unterschlagen. Irrtum. Möglicherweise habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Das täte mir sehr, sehr leid. Es täte mir sehr, sehr leid. Du bist ja ganz unschuldig. Du bist ja ganz unschuldig. Ist das für Sie stimmig, wenn Sie das sagen? Ja, es fällt Also. mir ein. Mein Vater hat immer gesagt, du bist sensibel. Also sensibel kann man, ist ja mehrdeutig, aber er hat es vielleicht nicht so positiv gemeint. Nein, er hat es ganz abwertend Ja. gemeint. Er war ja selber ganz verhärtet. Also, jedenfalls haben Sie jetzt das Ihrem wahren Selbst erklärt. Jetzt legen Sie meinen Finger auf dieses gelbe Klötzchen, schauen Sie mal, ob Sie spüren können, ob Ihr wahres Selbst Ihnen böse ist dafür, dass Sie es verleugnet haben, dass Sie sogar zu Unrecht beschuldigt haben. Nein, es ist nicht böse. Das ist gut, dass Sie das spüren. Das ist nämlich die Regel. Das war selbst ist erstaunlicherweise überhaupt nicht böse. C.G. Jung hat es ja als den göttlichen Funken in uns bezeichnet. Und wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Elke, dann gibt es dann bei diesem Wahn selbst. Und bedingungslose Liebe heißt buchstäblich, diese Liebe gibt es gratis. Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen noch nicht einmal brav vor der Haustür. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, dass es etwas gibt für Elke? Ja, habe ich schon erlebt. Sie Da können das gab auch jetzt erleben. Die einzige Voraussetzung wäre, dass Sie nochmal symbolisch die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst. Und das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Gleichzeitig spüren Sie in sich und schauen Sie mal, wie es wäre, wenn Sie sich innerlich drei Atemzüge lang vor Ihrem wahren Selbst verneigen. Wie fühlt sich das an? Wie geht es Ihnen dabei? Oh, ich habe das Gefühl, ich bin kurz vorm Migräneanfall. Ja. Es fühlt sich gar nicht so toll an. Es geht nicht darum, dass Sie sich jetzt demütigen. Sie müssen nicht flach auf den Boden gehen. Nein, nein. Ja. Es geht nur darum, dass mein Bild dazu ist. Bisher haben Sie Ihre Beachtung und Wertschätzung mehr in Richtung dieser traumatisierten Mutter gerichtet. Es bekommt endlich der Teil von Ihnen diese Beachtung und Wertschätzung, der es auch verdient, nämlich Ihr eigenes wahres Selbst. Und damit würde sich etwas zurechtrücken, was bisher verrückt war. Ja. Und es ist so, wenn Sie möchten, dass andere Ihre Würde sehen und respektieren, ist natürlich die Voraussetzung, dass Sie selber Ihre Würde kennen und Ihre Würde auch dazu stehen. Ja. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie das so hören? Bin unendlich traurig und mir kommt der Gedanke, dass ich dafür das Gefühl verloren habe. Es kann sein, dass noch etwas steht zwischen Ihnen und Ihrem wahren Selbst. Nehmen Sie mal einen gelben Würfel. Und schauen Sie mal, legen Sie mal den Finger auf die rote Elke. Kennen Sie das Gefühl, dass etwas zwischen Ihnen und Ihrem wahren Selbst steht? Ja, es fühlt Das. sich besser an. Ah ja. Und dann können wir mal untersuchen, was steckt denn hinter diesem blockierenden Element? Das wäre nochmal ein weiteres blockierendes Element. Legen Sie mal auf die Seite. Gelben Würfel. Und entweder gab es ein Kind, was die Mutter verloren hat, oder den Geschwister, einen Zwilling verloren. Ja, Geschwister, fünf Geschwister. Verloren. Sie haben ein Geschwister verloren. Nein, nein, meine Mutter hat verloren.
Ja, ich nicht, Da gab es ja du gehst die Secret. davon weiß ich nichts von meiner Mutter, also von meinen Geschwistern. Ich habe nur eine Schwester. Aber der Die Mutters Geschwister, da haben sie einen Namen genannt. eine Irene und die anderen vier kenne ich nicht. Irene. Und da gibt es einen Glaubenssatz, so ich bin es, ich werde glücklich zu sein. Ich bin falsch. Ich habe gar nicht das Recht, da zu sein. Die hatte auch immer Angst, dass ich sterbe. Ich war oft, hatte oft eine Angina und sie war sehr aufgelöst und hatte immer Angst, dass ich sterbe. Die Mutter hatte Angst. Ja. Sie war sehr überbesorgt in diesen, ja. Ja, und wenn sie fünf Geschwister verloren hat, dann hat sie die Sorge, dass sie auch noch ihr eigenes Kind. Und sie hat auf der Flucht viele tote Kinder gesehen. Dann nehmen wir mal an, nehmen Sie mal, Sie haben dieses grüne Klötzchen, schmale Klötzchen für Ihren Bruder genommen. Aber Sie haben ja gar keinen Bruder. Nein, ich habe gar Vielleicht ist keine. es ein kleines Kind, ein verstorbenes Kind, entweder was ein Geschwister der Mutter oder es ist ein Kind, was sie auf der Flucht gesehen hat und was ihr unbewusst, dem sie unbewusst identifiziert sind. Stellen Sie mal dieses Kind neben die rote Elke von heute. Es ist ein verlorenes Kind, verstorbenes Kind. Stellen Sie Ja. einfach mal neben die rote Elke von heute. Das Grüne. Ja? Legen Sie mal einen Finger auf die rote Elke. Wie fühlt sich das an, wenn dann neben ihr ein Wesen ist, was ihr vielleicht hier vertraut ist, was aber leider schon gestorben Ja, fühlt sich besser an. ist? Wir erleben das halt immer wieder, dass ein Kind unbewusst identifiziert ist mit einem verstorbenen Wesen. Manchmal ist es ein eigenes Geschwister. Manchmal hat man einen Zwilling verloren, weiß es gar nicht. Das betrifft immerhin 40% der Menschen. Ist Ihnen das schon mal begegnet, das Verlusttrauma mit dem eigenen Zwilling? Ja, ich habe es bei Ihnen gehört. Beim Schattensegeln. Haben Sie da Resonanz gespürt bei sich? Nein. Aber dann nehmen Sie mal dieses schmale grüne Klötzchen an Ihr Herz. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, ob Sie das kennen, ob Ihr Körper das kennt. Diese Verbindung mit einem kleinen Wesen, Junge oder Mädchen, das ist einmal offen. Ja, Das ist eine fühlt sich gut an. ganz tiefe Verbindung gibt, aber eigentlich ist es gar nicht mehr da. Aber es ist einem so wichtig, dass man es gar nicht loslassen möchte. Sie sind vertraut. Ja, aber vielleicht ist es meine Schwester, die den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Die lebt ja noch. Und als kleine Kinder waren wir verbündet. Nein, das glaube ich jetzt weniger, dass es die ist. Das ist was anderes. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit so etwas Verstorbenen verbunden sind, was schon in der anderen Welt ist? Ja, kann gut sein. Also ich nehme an, das ist dann entweder nicht. Hat die Mutter auch einen Bruder, den sie verloren hat? Möglicherweise. War das so schmerzlich für Sie, dass es nie erwähnt hat? Ja. Also je nachdem, es ist ganz egal, wie es ist, jedenfalls, es gibt ja die Vorstellung, wenn Sie da ein verstorbenes Wesen festhalten, dann kann es seinen Frieden nicht finden, weil es ja immer noch verbunden ist mit Ihnen und dann noch ihr ganzes Leid miterlebt. Und Sie wiederum, Sie können gar nicht Ihr eigenes unbeschwertes Leben gehen, weil Sie so verbunden sind mit einem Wesen, was ja gar keinen Platz mehr auf dieser Welt gefunden hat, gar keinen Platz mehr in diesem Leben hat. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Sie könnten daraus eine Win-Win-Situation machen, wenn Sie dieses kleine Wesen loslassen. Ja. Jetzt stellen Sie es mal vorsichtig auf den Tisch. Die Rot und Gelb tun Sie mal ein bisschen auf die Seite, damit es unmittelbar vor Ihnen auf dem Tisch steht, das Grüne. Ja. Und dann legen Sie mal einen Finger drauf und
Schauen Sie mal, ob Sie ein Gefühl bekommen, wie das vielleicht sein könnte. Ein eigener Zwilling, der mit Ihnen Mutterleib war und sich dann früh verabschiedet hat. Oder ob es ein Geschwister der Mutter ist, was der Mutter so wehgetan hat, dass sie nie davon sprechen konnte. Es fühlt sich nicht an wie ein Geschwister. Ich glaube eher, es ist ein Geschwister der Mutter. Dann können Sie sagen, du gehörst zu unserer Familie dazu. Du gehörst zu unserer Familie dazu. Bist einzigartig und unersetzbar. Du bist einzigartig und unersetzlich. Auch ich kann dich nicht ersetzen. Bitte? Auch ich kann dich nicht ersetzen. Auch ich kann dich nicht ersetzen. Noch wenn meine Mutter dich nie erwähnt hat, ist es nicht meine Aufgabe, an dich zu erinnern. Auch wenn meine Mutter dich nie erwähnt hat, ist es nicht meine Aufgabe, dich zu An dich zu erinnern. an dich zu erinnern. Jetzt kriege ich Luft. Vielleicht habe ich dich unbewusst festgehalten. Vielleicht habe ich dich unbewusst festgehalten. Du bist jetzt frei, dahin zu gehen, wo du deinen Frieden findest. Du bist jetzt frei, dahin zu gehen, Wo du deinen Frieden findest. wo du deinen Frieden hast. Wie ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Der Kopfdruck verschwindet. Okay. Können Sie spüren, wie das für diesen vermuteten Bruder der Mutter ist, wenn Sie ihn so achten, aber auch loslassen? Er fühlt sich erleichtert. Der wollte das gar nicht, dass Sie da so ihn fest Nein. haben. Und können Sie zum Abschied mir noch alles Gute wünschen, ich, wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute. Ist das für Sie? Ja, es fühlt sich gut an. Es geht was von mir weg. Und können Sie spüren, wie das für diesen vermuteten Bruder der Mutter ist? Wäre wie so ein kleiner Onkel für mich. Wie wäre das für ihn, wenn Sie ihn so mit Achtung loslassen? Der geht gerne. Und wenn, vielleicht wünscht ihr ihn auch zum Abschied noch alles Gute. Was Ja, könnte. er winkt. Hat er vielleicht noch einen Wunsch für Sie, so einen Satz für Sie? Lass alles los, es ist vorbei. Genau. Lebe endlich dein eigenes Leben. Leb endlich dein eigenes Leben. Du hast ein wunderbares Selbst. Du hast ein wunderbares Selbst. Es kann sein, dass du es noch gar nicht kennengelernt hast. Es kann sein, dass du es noch gar nicht kennengelernt hast. Da wartet noch etwas ganz Schönes. Das habe ich nicht verstanden. Da wartet noch etwas ganz Schönes auf dich. Da wartet noch etwas ganz Schönes auf dich. Ist das für die Ecke, die bei mir gegenüber sitzt, wenn Sie das hören? Entlastet, ja, die Schultern gehen ein bisschen runter jetzt. Dann können Sie doch diesen kleinen Onkel, wir vermuten, das ist ein kleiner Onkel von Ihnen, können Sie irgendwo in Ihrem Raum ans Fenster stellen, da einen Platz, den Sie mit Licht verbinden. Nicht so in der unmittelbaren Nähe, ein bisschen weiter weg, eine andere Ebene vielleicht. Dann spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das jetzt an für die rote Ecke von heute, wenn Sie jetzt statt mit diesem verstorbenen Onkel sich zu identifizieren, können Sie doch eins werden mit Ihrem wahren Selbst. Der Kloß ist besser, aber es fühlt sich noch nicht frei an. Naja, vielleicht gibt es ja noch was, was Sie blockiert. Nehmen wir nochmal einen gelben Würfel. Da liegt nur einer. Vielleicht stellen Sie nochmal dazwischen. Also, ob das stimmt, dass immer noch was zwischen Ihnen ist. Weil das Ja. ist ja, gibt es auch so einen Glaubenssatz. Ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich habe ja auch kein Recht, glücklich zu sein. Können Sie sowas von sich? Ich darf nicht klug sein. Ah ja.
Wo kommt es her? Ist es aus Ihrer Biografie oder stammt es aus Mutters oder Vaters Biografie? Ja, beide durften ja nur rudimentär zur Schule gehen, kriegsbedingt. Und es hat sich bei mir fortgesetzt. Die hieß es auch immer, ein Mädchen braucht es nicht. Man sollte für die Schule lernen, aber ich hatte immer gute Noten, ohne etwas zu tun und habe dafür immer eins draufgekriegt. Ja, jetzt kriege ich Luft. Jetzt ist, ja. Wie so ein Satz, ich darf eigentlich mein Potenzial gar nicht leben. Ja. Darf meine Fähigkeiten gar nicht entwickeln. Und das ist vielleicht ein Glaubenssatz, den auch schon die Eltern hatten. Ja. Und das können Sie mal hinter in die Sichtblende tun. Das können wir dann noch. Und jetzt können Sie mal schauen, wie es jetzt ist, nachdem wir noch dieses Hindernis beseitigt haben. Wie ist es jetzt, wenn Rot und Gelb eins werden? Schauen Sie mal, ob die beiden jetzt eins werden können. Es fühlt sich scheu an. Schauen, es ist neu und ungewohnt. Ja. Aber, und es ist noch nicht vorhersehbar, was da alles passieren könnte. Aber dieses Unvorhersehbare, das ist ja eigentlich das Gewürz des Lebens. Also, und wenn Sie sich dem Frage ist, ob Sie überhaupt dieser Unberechenbarkeit des Lebens aussetzen wollen. Totale Berechenbarkeit gibt es auf dem Friedhof. Und wenn Sie mit so einem verstorbenen Onkel verbunden sind, dann haben Sie sich zeitweilig auf dem Friedhof aufgehalten. Da gibt es immer so eine Illusion von Frieden und Ruhe, aber das ist natürlich mit dem Leben nicht vereinbar. Hilft das Ihnen? Wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Lebendigkeit? Ja, gut. Ich bin froh, dass der Louis Trenker noch da ist. Louis Trenker ist noch da. Gut. Ja, der passt auf mich auf. Ein starker Mann, der wehrhaft ist. Genau. Ja, braucht immer noch einen Beschützer. Dann schauen Sie mal, ob die beiden jetzt so eins werden können, dass sie auch schon anfangen können, miteinander zu verschmelzen, nicht zu vermischen. Ja, muss da mal näher ran. Ja, der Louis Trenker, der könnte die bei euch beiden so in die Arme nehmen. Rechts sich Ja. selbst, links die etwas ängstliche ältere Leute und sagen, also ihr gehört zusammen und jetzt dürft ihr auch mal spüren, wie sich das anfühlt. Ich werde ganz traurig. Ah ja. Lass dir das Gefühl mal zu. Können Sie spüren, was Sie so traurig macht? Weil das ist ja das, was Sie immer gewünscht haben, dass jemand sagt, du bist gut und du darfst so sein, wie du bist und dass Sie das vermissen mussten. Weil wir Ihnen das so bewusst jetzt. Oder? Ja, meine Mutter war so unendlich neidisch. Oh. Unendlich neidisch und ja, sie war verfolgend 50 Jahre lang. Ja. Also es wird ja langsam Zeit, dass wir da was klären. Aber die Frage ist, können Sie ahnen, wie das wäre, wenn Sie verschmelzen mit diesem wahren Selbst? Ja. Und das wäre das Glück der Selbstverbindung und vielleicht haben Sie es schon mal geahnt, in der Natur erlebt man manchmal sowas. Ja, wenn man irgendwo alleine ist oder weit im Ausland, in Indien, in Australien. Kennen Sie das von sich? Ja, ich war in Südtirol auf den Bergen vom Louis Trenker. Oh ja, ah ja, ah ja, Da habe Louis ich Trenker. gesessen und konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe vor Glück geweint. Er hat gesagt, meine Heimat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch meine Heimat. Die Natur ist meine Heimat. Die Schöpfung ist meine Heimat. Das ist großartig. Ja, Das ist und das Glück der Selbstverbindung. Da können Sie, haben Sie es selber gespürt, das war Ihr Potenzial. Und dieses Glück, das geht halt in Alltagsbeziehungen immer wieder verloren. Und damit es in Zukunft nicht verloren geht, müssen Sie lernen, genauer zu unterscheiden,
Zwischen dem, was hier und heute wirklich zu Ihnen passt, zu Elke, und was gar nicht dazu passt, unter diesem Gesichtspunkt müsst ihr alle Elemente auf der anderen Seite der Sichtbänder untersuchen. Wir müssen die sozusagen einen Check unterziehen. Nehmen Sie mal die Sichtblende weg und drücken mal die ganzen Elemente in den Sichtbereich. Die Wurzeln schon. Naja, das ist kein Wunder. Jetzt den sich und ihren Trost, den stellen Sie mal auf die Seite mit Louis Trenker. Der bleibt natürlich erstmal nochmal da, den können Sie noch bei sich lassen. Louis Trenker, der ist wie für mich ist er wie so ein früher Ersatz für das wahre Selbst. Ja. Das wahre Selbst war ja verboten, aber der Louis Trenker, den konnten Sie ihn nicht nehmen, den haben Sie in der Fantasie sich geholt. Und der vertritt so, der hat das vertreten. Aber Sie haben ihn schon auf die Seite gestellt, okay. Jetzt vor Ihnen aufgetürmt ist dieses Traumakonglomerat und das zentrale Element ist natürlich Ihr eigenes Trauma mit dieser Mutter, dieser rote Würfel. Lösen Sie das mal vorsichtig heraus. Und dieses Trauma mit Ihrer Mutter, brauchen Sie das heute noch für Ihre Orientierung? Nein. Nehmen Sie mal in die linke Hand. Nehmen Sie mal die rote Ecke von heute. In die rechte Hand nehmen Sie umgekehrt. In die rechte Hand nehmen Sie den Würfel. Beide stellen Sie an die vorderste Seite Kante Ihres Tisches. Und dann, aber Sie müssen sich irgendwie so im rechten Winkel zum Tisch stellen. Sie müssen nämlich dann mit der Ecke von heute müssen Sie diesen Würfel müssen Sie erstmal stoppen und irgendwann dann mal vom Tisch raus. Ja. Jetzt schauen Sie erstmal, wie fühlt es sich an, wenn Sie das stoppen würden. Sie haben das Recht, das zu stoppen. Sie haben die Kraft dazu. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an. Wie ist das für Sie? Stopp. Ungewohnt. Nochmal stopp. Ja. Ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, wenn die ihr Territorium freimachen, um Beute zu machen. Schauen Sie mal, wie es ist, wenn die mit einem Tiger scheiden. Wow. Wow. Wie geht es Ihnen dabei? Wow. Wow. Wie fühlt sich das an? Gigantisch. Wow. Elke, das ist Ihre natürliche Kraft und es kann sein, dass sie total blockiert ist bei Ihnen. Ja? Ja. Die Kraft, die brauchen Sie nämlich, um zu erkennen, was mit Ihrem Wesen unvereinbar ist. Und wenn Sie es immer wieder aus Ihrem Raum entfernen, dann können Sie optimal mit sich identisch sein. Und wenn Sie Ja. aufgrund Ihrer Traumata so viele fremde Elemente in Ihrem Raum fixiert haben, die unvereinbar sind mit Ihrem Wesen, dann wird ja dadurch Ihre gesunde Kraft gelähmt und blockiert und Ja. verwirrt. Ja. Und sobald Sie diese Kraft jetzt wieder gezielt und gerichtet einsetzen, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind nicht ohnmächtig, sondern sind handlungsfähig. Und das kann Glückshormone auslösen. Ja, ich hoffe. Brauchen wir Haben Sie dringend. schon was gespürt von den Glückshormonen? Ja, Kraft. Ja. Dann jetzt, nehmen Sie mal die grüne emotionale Ecke. Die lag ja bis vorhin noch platt unter diesem ganzen Thema. Wenn die jetzt sieht, man kann das stoppen, dieses Trauma von damals. Und da gibt es sogar Glückshormone. Könnte es doch sein, dass die emotionale Elke das gerne ausprobieren möchte, ob sie das auch kann. Ja, unbedingt. Nehmen Sie mal in die linke Hand die grüne Elke. Schauen Sie mal, wie die sich anstellt, wie es Ihnen dabei geht. Boah, die grummelt richtig, die nimmt schon Anlauf. Ja, super. Ja, hau ab. Ja. Stopp. Geh weg. Tigerschrei. Ich will leben. Hau ab. Ich will leben. Ist mein Schön. Leben. Hau ab. Ist ja nicht unglaublich, was die für eine Power hat? Hau Hallo ab. Elke, hallo Elke. Ist das nicht unglaublich, was die für eine Power die hat? Ja, Und hau ab. manche glauben ja, so ein kleines, das innere Kind ist verletzt und traumatisiert und muss erstmal gepäppelt werden. Wir Ja. sehen, das ist eigentlich nur zugedeckt. Und sobald man das Trauma wegnimmt, dass es so runtergedrückt hat, dann entwickelt es sehr schnell seine Kraft. Und jetzt, bisher hat ja die rote die grüne Lebendigkeit unterdrückt. Jetzt können die beiden sich sogar verbünden. Das Ja. Trauma hat sie damals getrennt und jetzt verbünden sich beide, um sich von dem Trauma zu trennen. Wie fühlt sich das an? Gigantisch. Und wenn Sie denken, Sie brauchen das Trauma nie wieder, können Sie es entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Weg mit dir. Weg. Wie geht es Ihnen dabei? Oh, super. Ich brauche das nicht. Elke, Sie haben eine wichtige Erfahrung gemacht. Dieses Trauma, das hatte sehr viel Macht, das hat Sie blockiert. Dieses Trauma hat gar keine eigene Macht. Sie haben gesehen,
Sie können sich selber am Leben diese Macht gegeben im Zusammenhang mit Ihrem Überlebensprogramm. Deswegen können Sie diesem Trauma auch diese Macht wieder nehmen. Dann zeigt sich, das ist eigentlich nur ein Papiertiger, den man entsorgen kann ohne Verlust. Ja. Dieser Vorgang, das ist, nennen wir Selbstermächtigung. Ja. Es ist so, dass Sie sozusagen die Deutungshoheit in Ihrem Raum zurückgewinnen. Dann dürfen Sie bestimmen, was richtig ist und was falsch. Ja, vielleicht habe ich Angst vor meiner Wut. Naja, also das kann man, muss man erstmal kennenlernen. Sie kennen die ja noch gar nicht. Doch, doch. Ich hatte mal eine Encounter-Gruppe, wo man so Telefonbücher zerschlägt, mit Schläuchen und Handtücher erwürgt. Da hatte ich richtige Krämpfe in den Händen. Also, wenn da ein Mensch gewesen wäre, wäre ich nicht fähig gewesen, das loszulassen. Also es zeigt, dass Sie sehr viel Kraft haben und dass Ihre Kraft bisher blockiert ist. Das nennen wir die Wutbombe. Die kann Ja. auch manchmal explodieren gegenüber Unschuldigen. Ja, das ist noch nie passiert. Sehen Sie aber, oder als Hassattacke gegen Sie selber. Ja. Eine Schuldgefühlattacke. Also Ja. jedenfalls, das werden wir später noch bearbeiten. Jetzt geht es erstmal, dass Sie diese gesunde Kraft wieder einsetzen, um ihr Territorium frei zu machen. Das nächste Element, was wir untersuchen, ist der grüne Büffel. Das war diese Strategie, sich klein zu machen, sich zu verstecken, sich totzustellen, um sich zu schützen und für andere nützlich zu sein. Das kennen Sie auch noch von heute. Ja, manchen Leuten geht man besser aus dem Weg. Das ist ja wieder was Was angeht. Ja, macht die sich Frage ist, ob vielleicht Sie, ob Macht Sie. sich dabei vielleicht kleiner als nötig? Ja. Also brauchen Sie das in Zukunft noch? Nein, überhaupt nicht. Es ist aber wichtig, dass Sie das würdigen, dass es einmal für Ihr Überleben wichtig war. Ich achte, dass es für ein Überleben einmal sehr wichtig war. Ich achte, dass du für mein Überleben einmal sehr wichtig warst. Daher gibt es keinen Grund, mich heute dafür abzuwerten. Und daher gibt es keinen Grund, mich heute dafür abzuwerten. Jetzt bin ich dabei, meine wahre Natur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, meine wahre Natur zu entdecken. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden für immer. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden für immer. Wie ist das für Sie? Oh, gut. Dann schauen Sie, was ist, wenn die beiden jetzt das stoppen, erstmal mit Stopp. Mit Tigerschrei. Wow. Wow. Gibt es hier noch irgendwelche Verbote? Nein, brauchen wir nicht. Dann können Sie es für immer entsorgen. Mit dir. Das nächste Element war diese magisch-grandiose Strategie. Ja. Wenn Sie eine Elke, die dazu neigt, sich gleich zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen. Ja, unbedingt. Und nicht nur das, sondern es muss dann auch noch perfekt sein. Unbedingt. Wenn es dann gar nicht klappt, was gar nicht klappen kann, dann fühlen Sie sich schlecht Ja. und werten sich selber ab. Ja. Und die Frage ist, ob Sie das in Zukunft noch brauchen. Nein. Kann gehen. Denn das ist verbunden mit Selbstüberforderung, mit Erschöpfung und mit Selbstabwertung. Ja, brauchen wir nicht mehr. Ach, dann legen Sie es mal hin, damit es gesund schrumpfen kann. Ja. Und all die Aufgaben und Verpflichtungen, die andere Ihnen so gerne aufbürden oder die Sie von sich aus gerne an sich reißen, um für die anderen nützlich sein zu dürfen, die fallen jetzt ab. Ja, Gott sei Dank. Und dann verwandelt sich diese magisch-grandiose Strategie immer mehr in eine leere, hohle Hülle, wie ein Kokon, aus dem einmal ein Schmetterling geschlüpft hat. Ja. Und dieser Kokon war für das Überleben des Schmetterlings wichtig. Aber wenn Sie den Kokon jetzt noch festhalten, dann könnte daraus ein Gefängnis werden oder eine Falle. Ja, Kokon ist ein schönes Bild, das gefällt mir gut. Ja. Keine Substanz drin. Genau. Nur noch leer und hohl und Ja. störend. Schmetterling ist ausgeflogen. Genau. Ja. Ja. Und dann schauen Sie mal, wie sich das jetzt anfühlt, wenn Sie das jetzt vorher. Schauen Sie mal, wie es jetzt ist, wenn Sie das stoppen mit Rot und Grün. Fühlen Sie das an? Super. Dann lassen Sie mal die Grüne dran. Die Grüne emotional ist ja die perfekte Spaßbremse. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein. Die Grüne emotionale Ecke, die möchte gerne endlich Party machen. Ja, genau. Achtung verteilen. Weg mit dir. Weg. Ja. Super. Weg. Da kann die Grüne ja mal die Rote mitnehmen, die ist ein bisschen bedächtiger, die Rote.
wenn die beiden mal gemeinsam sich anstecken von lassen von dieser Jugendlichen und schauen sie, ob sie es für immer entsorgen Ja, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Nimmer können. Wie Wiedersehen. geht es Ihnen dabei? Super. Nun geht es um die Mutter. Ja. Und da sind ja diese schweren Schicksalswürfel, nehmen Sie mal alle auf die eine Handfläche. Ein Kind muss ja irgendwie lernen, damit umzugehen. Sind es vertraut, dass sie sich damit beschäftigt haben, als wäre es ihre Aufgabe? Die fühlen sich plötzlich leicht an. Ganz komisch. Ach komm. Manchmal gibt es auch das Gefühl, es hätte was mit Liebe zu tun, dass man auf diese ganzen schweren Traumata Rücksicht. Ja, als Kind sicherlich. Als ob man dadurch verbunden wäre mit dieser Mutter, mit der es sonst nicht so eine Verbindung durch Liebe gibt, sondern manchmal gibt es da mehr Verbindung durch das Leid. Ja, nur so, leider. Es ist typisch für traumatisierte Familien, da sind die Herzen ja meistens verschlossen, weil es eine Bindung durch die wahre Liebe ganz selten ist. Und was dann die Stelle zu dieser Bindung durch die Liebe ist, dann eine Bindung durch das geteilte Leiden. Ja. Kann es sein, dass eine Enkelin dann selber eine Missbrauchserfahrung hat, weil die liebe Oma auf der Flucht missbraucht wurde? Ja, Und dann bestimmt. hat die Enkelin das Gefühl, jetzt bin ich mich doch meiner Oma noch ganz anders verbunden als vorher. Ja, meine Mutter, die Russen. Und sie selber haben auch Missbrauchserfahrung. Ja. Also, das ist dann so, es ist völlig verwirrt und verwirrend und paradox und. Das ist ein Grund, warum manche sich da von ihrem Trauma gar nicht verabschieden wollen, weil sie denken, dann verliere ich die Verbindung mit meiner Mutter. Dann gehöre ich gar nicht mehr zu dieser Familie dazu, die halt alle so viel Leid hatte. Ja. Als hätte man dann seine Clubkarte für seinen Club verloren. Ja. Darum halten manche so krampfhaft fest an ihren Traumata. Und wenn ein Traumatherapeut das nicht versteht, dann kann man sowas gar nicht lösen. Ja. Und Das zwar, Problematische ist, dass sie auch manchmal sehr liebenswürdig sein konnte. Ich habe sie unendlich geliebt als Kind. ja, natürlich. Und es Ja. war so unberechenbar, man wusste nicht, wann welche Mutter auftaucht. So ist es. Es ist fatal. Sie hat natürlich auch ein wahres Selbst, aber mit diesem wahren Selbst war sie halt nie oder nur ganz selten verbunden. Das ist dann doppelt verwirrend für ein Kind, dann weiß es gar nicht, ist es überhaupt eine Person oder sind es zwei Personen und dann kann ich überhaupt diese Liebe annehmen, wenn jeden Augenblick diese andere Person wieder dazwischen geht. Ja, Das ist extrem verwirrend. extrem verwirrend. Meine Schwester kam da besser weg, weil die wurde nicht so geliebt wie ich. Die hat sie mehr in Ruhe gelassen. Die konnte sich dann viel besser abgrenzen. Hat sie möglicherweise in ihnen etwas gesehen, was ihr so gefehlt hat? Sie gar Ja. nicht die reale Elke gesehen, sondern vielleicht diesen Bruder oder vielleicht eine verlorene Schwester. Und wenn sie, solange sie halt dann diesem verstorbenen Geschwister ähnlich waren, dem sie eben ganz unlebendig waren, einfach nur da waren, waren sie okay. Und sobald sie anfangen, lebendig zu sein, dann hat es nicht mehr gepasst, konnte sie ganz Ja. böse werden. Ja. Was könnte sowas dahinter stecken? Ja, Also genau. jedenfalls, die Frage ist, sind Sie überhaupt zuständig für Mutters Problem? Nein. Dann können Sie doch heute der Mutter das mit Respekt zurückgeben. Mama, du hattest ein sehr, sehr schweres Schicksal. Mama, du hattest ein sehr, sehr schweres Schicksal. Du hast es auf deine Art und Weise getragen, beziehungsweise eben auch nicht. Du hast es auf deine Art und Weise getragen, beziehungsweise auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Und mir steht es überhaupt nicht zu, mich da einzumischen. Oh. Mir steht es überhaupt nicht zu, mich da einzumischen. Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konnte das Leben zu mir kommen. Doch nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konnte das Leben zu mir kommen. Und ich achte mein Leben, es ist ein kostbares Geschenk. Ich achte mein Leben, das ist ein kostbares Geschenk. Und ich achte es dadurch, dass ich dein schweres ganz bin. Ich achte es dadurch, dass ich dein Schweres ganz bei dir lasse. Für immer.
Für immer. Und schauen Sie mal, wie ist es, wenn Sie es zur Mutter abgeben. Nehmen Sie das blaue Klötzchen der Mutter. Blaue Klötzchen der Mutter müssen Sie noch sehen. Und wie fühlt sich das an, wenn Sie all das Schwere, was noch nie zu Ihnen gehört hat, wenn Sie es endlich dahin geben müssen? Kann es gar nicht glauben, Ja. dass es weggeht. So. Also auch da dürfen Sie Ihren Verstand befragen, was sagt der Verstand dazu? Mein Verstand sagt, das ist absolut richtig. Ja, und du bist nicht verantwortlich, du bist nicht schuld. Es gehört zur Mutter, es gehört nicht zu dir. Und hatte auch diese Mutter ein gesundes, wahres Selbst? Dann wäre schon noch ein schmales, gelbes Klötzchen für Mutters gesundes, wahres Selbst. Es wäre eine gesunde Mutter. Stellen Sie hinter das blaue Klötzchen für die Mutter. Ich kann die Klötzchen nicht sehen, die müssen hier ein bisschen mehr in Sichtweite kommen. Und das wäre eine gesunde Mutter, die nicht traumatisiert ist. Die freut sich natürlich über so eine wunderbare, lebendige Elke. Würde dir gerne ihre bedingungslose Liebe schenken. Aber es sieht so aus, als wäre die Mutter nie oder nur ganz selten mit diesem wahren Selbst verbunden. So dass sie von der Mutter diese bedingungslose Liebe nie oder nur ganz selten erlebt haben. Ja, genauso. Und das, was sie halt häufig erlebt haben, das waren diese Verletzungen, die Abwertung, die Überforderung und das Kind. Ja. Können Sie jetzt sehen, dass diese ganzen Verletzungen gar nicht von dem gesunden Wesenskern der Mutter kamen, sondern von deren falschen Selbst. Ja, das weiß ich, das sehe ich. Das blaue Klötzchen, was wir ursprünglich aufgestellt haben für die Mutter, das repräsentiert jetzt dieses falsche Selbst, das so bedingt durch das Trauma verwirrt. Ja. Und wen haben Sie damals abgelehnt für diese Verletzung, die Mutter oder sich selbst? Ich war ganz in der Verwirrung als Kind. Ein Kind kann sie auch nicht unterscheiden. Das kann ja gar nicht unterscheiden zwischen der gesunden Mutter und einem falschen Selbst der Mutter. Und wenn ein Kind erlebt, dass die eigene Mutter es mal so behandelt, dann denkt es ja, vielleicht ist an mir irgendwas falsch und irgendwas verrückt, wenn die Mutter, wenn meine eigene Mutter mich so behandelt. Weiß noch, dass ich mich immer sehr geschämt habe. Ja. Also dafür hat man das Gefühl, dass man irgendwie falsch ist. Und diese Selbstabwertung, die begleitet sie seit ihrer Kindheit und das ist die tiefe Ursache für die ganzen Probleme, die sie haben. Dann in dieser Aufstellung können sie zum ersten Mal die Ablehnung an die richtige Adresse geben, nämlich gegen dieses falsche Selbst der Mutter, gegen das wahre Selbst, sondern gegen das falsche Selbst der Mutter. Was halten die davon? Sehr gute Idee. Dann knöpfen Sie sich mal das falsche Selbst der Mutter vor. Genau. Dann können Sie diesem falschen Selbst der Mutter sagen, dein Verhalten damals hat mich tief verletzt und verwirrt bis heute. Dein Verhalten von damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Bis heute. Bis heute. Wenn ich damals gewusst hätte ich nur dich dafür haben können. Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich nur dich dafür verantwortlich gemacht und Und gehasst. nicht mich selber. Und nicht mit selber. Und auch nicht Mutters Wahres. Und auch nicht Mutters wahres Selbst. Ist das für Sie? Ja, das fühlt sich richtig an. Und haben Sie an dem falschen Selbst Ihre eigenen Überlebensreflexe trainiert, die Selbstverleugnung, die magisch-grandiosen Strategien? Davon haben Sie schon verabschiedet. Die Frage ist, brauchen Sie das Mutters falsches Selbst heute noch Ihre Orientierung? Nein. Dann können Sie doch auch symbolisch jetzt das aus Ihrem Raum entfernen mit Rot und Grün. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an? Nein, 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 hier, oh Gott. Nein, nein, das ist. Rot und Grün müssen das stoppen. Ach so, Jetzt geht es ja. darum, den Wutkanal zu öffnen. Ja. Weg mit dir. Wie geht's Ihnen dabei? Du bekloppte Kuh. Ah ja, super. Da ist nämlich jetzt, da gibt es möglicherweise ganz viel unterdrückte Wut und unterdrückte Schmerz. Du Und sie gehörst da in wollen. der Psychiatrie. Ja, genau. Du bist doch ein Krüppel. Ja. Du Hexe. Wie geht's Ihnen dabei? Böse Hexe. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das so sich wehren und diese Schimpfworte loshalten? Oh, könnte ich einen ganzen Tag machen. Wunderbar. Gibt es da einen Hauch von schlechtem Gewissen dabei? Ja, ein bisschen. Sie tut mir immer noch etwas leid, Ja. ja. Dann führen Sie mal zu der gesunden Mutter hin. Da steht ja die gesunde Mutter. Was würde eine gesunde Mutter sagen? Legen Sie mal einen Finger auf die gesunde Mutter. Mein Kind, es tut dir leid. Natürlich darfst du wütend sein. Es tut mir so leid, was du damals alles erlebt hast.
Und wenn du dich jetzt gesund wärst, wenn du jetzt deine gesunde Wut endlich rauslässt, dann ist, da stehe ich voll hinter dir. Wenn du jetzt deine gesunde Wut rauslässt, dann stehe ich voll hinter dir. Können Sie sich das vorstellen? Ja, stell sie mal dahinter. Wenn man dahinter, dann die rote stellt sie zur Seite, die braucht man da gar nicht. Man darf die grüne mal spüren, wie es wäre, wenn die gesunde Mutter sich hinter sie gestellt hat, um sie zu schützen oder sich ihr zu helfen, sich abzugrenzen gegenüber dieser verwirrten Mutter. Oh, das fühlt sich unendlich gut an. Ja. Dann erleben Sie mal, wie das ist, wenn die beiden gemeinsam das stoppen. Die gesunde Mutter würde auch sagen, lass ruhig deine ganzen Schimpfworte raus, du musst da nichts unterdrücken, es ist nur gesund. Oh, du Hexe, du Krüppel, du bösartiges Weib, du bösartiges Weib, du Luder, du Krüppel, Okay. du. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Wunderbar. Ja. Sie Wenn hat du mu immer gesagt, ich lüge. Ich habe ja. versucht, ihr das beizubringen, ja. Wer hat Boah. denn eigentlich gelogen? Wer war die Lügnerin? Sie war die Lügnerin. Du bist die Lügnerin. Du bist die Lügnerin. Du lügst. Schau mal in den Spiegel. Schau mal, ob du Freundinnen hast. Schau mal, ob sich jemand um dich kümmert. Ob sich jemand auf dich freut. Du Okay. blöde Kuh. Du Okay. Krüppel. Ja. 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 Wenn Okay. alle Menschen von dir vertrieben sind, dann missbrauchst du deine Kinder, weil die nicht gehen können. Du blöde Ziege. Okay. Und wenn Sie denken, Sie brauchen dieses Fall selbst der Mutter nie wieder, können Sie auch für immer entsorgen im Postgeschwärstück. Ja, weg mit dir. Dann sind auch diese schweren blauen Würfel, diese schweren Schicksalswürfel der Mutter auch noch auf dem Tisch. Können Sie alle auf einmal entsorgen. Ja, ist Wie vorbei. geht's denn dabei? Ja, super. Der Krieg ist 20 Jahre, 80 Jahre vorbei. Ja, sehr gut. Dann Ja. stellen Sie mal die gesunde Mutter sich gegenüber. Das ist eine gesunde Mutter, die freut sich natürlich über so eine wunderbare Elke, umso mehr, wenn die jetzt so in ihre Lebendigkeit kommt und hätte so eine bedingungslose Liebe für sie. Können Sie sich das vorstellen, dass es so eine bedingungslose Liebe gibt für Elke? Können Sie sich vorstellen, dass es für diese lebendige Elke eine bedingungslose Liebe gibt? Ja, aber ich habe sie von anderen Menschen erfahren. Ja. Gab es eine Person, also wir haben jetzt alles entfernt, was toxisch ist. Ja. Was auf dem Tisch steht, ist nur noch die wahre, eine wahre Mutter. Sie haben mir Ja. geschildert, dass es da Augenblick, kostbare Augenblicke gab, dass ich diese Liebe gespürt habe. Ja. Und vielleicht ist es möglich, diese Liebe zu spüren, wenn Sie noch einen Filter zur Hilfe haben. Das ist Ja. ein Handtuch, was Sie ein paar Mal filtern. Dann das filtert sozusagen alles Toxische ab. Kommt nur die garantiert reine Liebe einer gesunden Mutter durch. Das nehmen Sie mal vor Ihr Herz. Schauen Sie mal, ob Sie mal ausprobieren wollen, wie es sich jetzt anfühlt, wenn Sie das wahre Selbst der Mutter vor diesen Filter legen und schauen, ob Sie vorsichtig Ihr Herz öffnen können. Diese garantiert reine Liebe einer gesunden Mutter. Ich glaube, das ist meine Ersatzmama. Okay, vielleicht war das so verwirrt, die Mutter, dass Sie sich das gar nicht Ja. vorstellen können. Dann stellen Sie mal wieder auf den Tisch. Ja. Und gab es denn eine Person, von der Sie diese Liebe erlebt haben? Ja, meine Ersatzmama. Wer war das denn? Das ist eine Nachbarin, mit der ich seit 25 Jahren verbunden bin. Und ja, dann nehmen Sie sich mal für diese Ersatzmama ein. Auch ein hohes gelbes Plätzchen, hohes gelbes Plätzchen. Und nehmen Sie das mal an Ihr Herz, ohne Filter. Und stellen Sie sich vor, diese Ersatzmama, die schenkt Ihnen ihre bedingungslose Liebe und schauen Sie mal, ob Sie Ihr Herz öffnen können. Ja, gerne. Und können Sie diese Liebe spüren? Ja. Und das ist jetzt wichtig für unseren Prozess, dass Sie spüren, dieser Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr gesunder Wesen. Ja. Es ist die Elke, die weiß, sie ist wert, geliebt zu werden, ohne Leistung, ohne davon, was die anderen denken. Und offenbar haben sie es ja immer wieder erlebt, und deswegen können sie das jetzt spüren, dass es ein Teil von ihnen ist.
Wenn Sie jetzt vorstellen, dass Sie mit diesem Teil sich verbinden, immer mehr, dann Ja. können Sie auch nachvollziehen, dass Ihr Selbstwertgefühl sich ändert. Dann wird es immer unwichtiger, was Sie leisten oder was die anderen von Ihnen denken. Sie haben in sich selber schon diese Förderung und diese. Ja, das fühlt sich gut an. Es ist eine reine Seele, uneigennützig. Und dafür können Sie dann diese Nachbarn wieder zurückstellen. Neben den Louis Trenker. Und dann schauen Sie mal, wie ist es jetzt, wenn Sie mit der roten Ecke von heute zu Ihrem eigenen wahren Selbst gehen, es gerade erlebt hat in der Begegnung mit dieser Nachbarin. Sie wird es geliebt zu werden, einfach weil sie da ist. Ja, das Schauen Sie fühlt sich mal. gut an. Ja. Und können die beiden jetzt eins werden? Ja, das wahre Selbst und das heutige Selbst. Und können die vielleicht sogar miteinander verschmelzen? Ja. Und wenn die so miteinander verschmelzen dürfen, dann spüren sie mal in sich hinein, wie sich das anfühlt. Scheu. Noch ein bisschen scheu. Ja. Noch Scheu. ungewohnt. Ja, es darf nicht wahr sein. Ja. Irgendeiner ist bestimmt dagegen. Ja, und wer hat jetzt die Deutungshoheit in Ihrem Raum? Sie oder jemand anderer? Ich natürlich. Dann können Sie doch die anderen symbolisch mal verscheuchen. Ja, genau. Keiner hat hier was zu sagen. Das ist mein Leben und mein Haus. Genau. Wie fühlt sich das an? Gut, ungewohnt, aber gut. Wenn Sie so mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind, können Sie auch einen neuen Blick werfen auf die kleine Elke von damals, die an dieser Familie wahrscheinlich nicht das Gefühl hatte, dass sie ganz okay ist. Ja, super Mädchen ist es. Auch dann nehmen Sie mal die Brille dieser Familie weg oder schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen. Die kleine, unangepasste Elke, gibt es denn dir was auszusetzen? Nein, überhaupt nicht. Die ist super. Du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Du bist goldrichtig, so wie du bist. Und Super. schade, dass diese kranke Frau dir das nicht vermittelt hat. Wie schade, dass diese kranke Frau dir das nicht vermittelt konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Ich sehe meinen Finger auf die kleine Elke, wie geht es dir, wenn sie das hört? Oh, die lechzt danach. Das wollte sie schon immer hören. Super. Es könnte sein, dass die kleine Ecke heimlich schon immer wusste, dass sie ganz okay ist, dass die Mutter ein bisschen verwirrt ist. Ja, genau, das wusste sie, nicht nur Dann heimlich. können doch die Kleine der Großen sagen, also Elke, ich habe das schon damals gewusst. Aber du konntest oder wolltest mir nicht glauben, schwamm drüber. Umso mehr freue ich mich, dass du das heute noch selber merkst. Ein Aha. bisschen spät, ja, last minute, 70 Jahre, Ja. aber immerhin noch nicht zu spät. Wir können doch noch unser Leben gemeinsam verbringen. Ja. Kommt es einmal der großen Elke? Super, ja. Also jetzt, wie war es denn, wie die kleine Elke auf die Welt kam, konnten beide sich freuen, da gab es da schon eine Einschränkung. Ja, ich war ein Mädchen, leider. Papa war beleidigt. Also da geht es ja schon los. Wir wissen heute, dass so eine bedingungslose Begrüßung wichtig ist für ein gesundes Selbstwertgefühl und das wollen wir jetzt noch stärken. Und wir wissen auch, dass Sie selber das der kleinen Elke über nachholen könnten. Was halten Sie davon, wenn Sie der tapferen kleinen Enkel das nachliefern? Ja, machen wir. Super. Wie Gute schön, Idee. dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Schön, dass du genauso unangepasst bist, wie du bist. Schön, dass du so genauso unangepasst bist, wie du bist. Gleichzeitig so zäh und unberechenbar wie eine Tigerin. Gleichzeitig so zäh und unberechenbar wie eine Tigerin. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Wie schön, dass du ein Mädchen bist. Noch dazu so eine ganz besondere. Noch dazu so eine ganz besondere. Kommt es an bei der kleinen, wenn sie das hört? Oh, die ist fast glücklich, die könnte Freudentränen weinen.
Und hat diese kleine Ecke in dieser Familie sehr viel Schmerzliches, sehr viel Verwirrendes erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie es alles überlebt. Das kann man ja auch mal würdigen, das war ja gar nicht selbstverständlich. Ja. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemand umgebracht hast. Und danke, dass du bei dieser verwirrten Frau deinen Verstand nicht aufgenommen hast. Und danke, dass du bei dieser verwirrten Frau deinen Verstand nicht aufgegeben hast. Das war alles nicht so selbstverständlich. Das war alles nicht so selbstverständlich. Kommt das an bei der kleinen Kübelschüssel? Oh, die könnte jubeln. Wir können ja sagen, trotz all dem Schmerz und dieser ganzen Verwirrung haben wir beides hervorragend hinbekommen. Trotz all dem Schmerz und der Verwirrung haben wir beide das hervorragend gemacht. Wir sind weder im Knast gelandet noch in der Klapse. Wir sind weder im Knast gelandet noch in der Klapse. Wir beide sind ein super Team. Wir beide sind ein super Team. Kommt es einmal der kleinen Enkel? Oh. Wunderbar. Tut es natürlich gut, wenn sie so gewürdigt wird. Und es könnte sein, dass die bedürftige Seite von Elke auch heute manchmal zu kurz kommt. Kennen Sie was von sich? Ja. Haben Sie selber Kinder? Ja. Hatte einen Sohn. Manchmal versucht man dem Sohn das zu ersparen, was man selber erlebt hat. Dann kann es sein, dass man den Sohn vielleicht sogar verwöhnt hat. Das kennen Sie vielleicht? Nee. Nee? Nee, habe ihn nicht verwöhnt. Ja. Aber Sie haben schon versucht, ihm alles zu geben, was er braucht, oder? Ja. Ja. Hundertprozentig. Ja. Und Vielleicht. gleichzeitig saß aber die kleine Elke auf der Kellertreppe bei Trockenbrot und Wasser. Ja. Also dem Sohn, für den tut es gar nicht gut, wenn er so hundertprozentig genau besorgt wird. Der kleinen Elke gegenüber war es ja natürlich total unfair. Und genau das hat sie ja schon als Kind erlebt. Das hatten Sie offenbar einen Partner. Manchmal kann es sein, dass Sie sich auch für den Partner verantwortlich gefühlt haben. Das müssen Sie ihm das geben, was er von seinen Eltern nicht bekommen hat. Nee, ist nicht so. Da haben Sie eher gedacht, er könnte sich doch um die bedürftige Seite von den Eltern kümmern. Zumindest Stabilität liefern. Ist ja auch nachvollziehbar, aber es geht meistens schief. Und unter uns gefragt, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Bedürftige. Ja, habe ich versucht zu vermeiden. Ja, der Partner ist ja, wenn überhaupt, interessiert an der Tigerin. Ja. Und dass sie da müssten schauen, dass sie eben so eine Tigerpartnerin sind. Ja. Aber für die kleine Bedürftige ist er überhaupt nicht zuständig, da hat er zwei linke Hände. Ja. Was jetzt aber die kleine Elke angeht, ist ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatten die erstmal diese Eltern, die sie gar nicht richtig wahrnehmen konnten. Sie selber können sie anscheinend auch nicht immer wahrnehmen. Und dann kann es sein, dass sie sie einem Partner anvertraut haben, der möglicherweise selber traumatisiert war und außerdem überhaupt nicht zuständig war. Ja. Ja, geht's dir bitte schön noch? Was haben Sie da der kleinen Elke die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Ja, das sieht ja aus, als hätten die bei Ihnen die totale Arschkarte gezogen. Wen bräuchte diese kleine Elke ganz dringend? Die Große. Und zwar in Verbindung mit dem wahren Selbst. Ja. Und haben wir so lange an dieser Verbindung gearbeitet. Und jetzt können Sie mal nochmal den Finger über Rot und Gelb legen und schauen Sie mal, ob Sie diese innere Würde spüren können. Können Sie sie spüren? Ja. Dann schauen Sie mal zu der kleinen Elke, deren Würde möglicherweise in dieser Familie gar nicht so wahrgenommen und respektiert. Dann können Sie der kleinen Elke sagen, damit ist endgültig Schluss. Damit ist endgültig Schluss. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Wie wäre das für die kleine Elke, wenn sie das hören würde? Oh, wunderbar. Die hört das gerne, freut sich und hüpft. Und dann können Sie auch sagen, ich überlasse Sie auch nie wieder einem Menschen an meiner Seite. Überlass dich auch nie wieder einen Menschen an meiner Seite.
Und wie ich die kleine Ecke einschätze, möchte ich endlich mal was anstellen. Oh ja, unbedingt. Und da können Sie doch sagen, sozusagen vor Zeugen, ich bin der Zeuge. Bei mir darfst du heute noch am 16.8. etwas anstellen. Bei mir darfst du heute noch am 16.8. etwas anstellen. Und natürlich stehe ich mir. Und natürlich stehe ich mir. Möchte nie wieder verpassen, mit dir Spaß. Möchte nie wieder verpassen, mit dir Spaß zu haben. Kommt es einmal der kleinen Ecke und sie es hört? Oh, die hört das total gerne. Damit die Kleine das glaubt, die könnte ja vielleicht auch ein bisschen skeptisch geworden sein, jetzt nach so langer Zeit. Nehmen Sie mal die Kleine buchstäblich an ihr Herz. Schauen Sie mal, wie wäre es, wenn die Kleine jetzt bei Ihnen ein Zuhause findet. Dann wird sie endlich gesehen und gewürdigt und geliebt und geschützt. Da hat Spaß. Und wie wäre das für die kleine Enkel? Super. Wie wäre das Endlich. denn für die große Enkel, wenn die kleine Enkel endlich ein Zuhause bei Ihnen hat? Ja, super. Ende, Schluss mit der Spaltung. Wir sehen, dass alle Probleme sich lösen, sobald es dem inneren Kind gut geht. Und es ist auch gar kein Wunder, denn alle Probleme gehen ja damit einher, dass sie den Blick auf die kleine Ecke verloren haben und dass sie ihre Energie woanders einsetzen, wo sie gar nicht zuständig sind und daher auch gar nicht viel bewirken können. Ja. Und damit ist jetzt Schluss. Nehmen Sie mal noch Rot und Gelb dazu an Ihr Herz. Spüren Sie mal, fühlt sich das an, wenn alle drei Elemente eins werden, so lange Zeit. Fühlt sich so neu an. Ja. Wenn Sie in dieser Verfassung jetzt zu der Mutter schauen, lebt Ihre Mutter noch? Nein. Wenn Sie jetzt so zu Ihrer Mutter schauen, schauen Sie, ob sich da was verändert. Ich kann sie gehen lassen. Ja. Ja. Ich denke, Sie können, jetzt gibt es auch so ein paar klassische Sätze, um das abzuschließen. Wenn Sie zur Mutter sagen, Mama, mein Leben kommt durch dich. Mama, mein Leben kommt durch dich. Es ist ein großes Geschenk. Es ist ein großes Geschenk. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, groß zu werden, um mir das Leben zu. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, groß zu werden und mir das zu geben. Das Leben zu geben. Das Leben zu geben. Und ich achte das Leben. Aber diese Rechnungen muss ich nicht zahlen. Und ich achte das Leben, aber diese Rechnung muss ich nicht zahlen. Und ich sehe, dass auch ich einen großen Preis für mein Leben zahlen muss. Und ich sehe, dass auch ich einen großen Preis für mein Leben zahlen musste. Aber das ist mir mein Leben auch wert. Aber das ist mir mein Leben auch wert. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Weder du noch jemand anderes. Weder du noch jemand anders. Es gibt keine offenen Rechnungen. Es gibt keine offenen Rechnungen. Ist das für Sie? Super. Boah. Keine offenen Rechnungen. Und dann können Sie sich ja endgültig aus dem Dunstkreis der Mutter befreien, mit dem Sie immer noch so verstrickt waren. Da Klötzchen von Elke verneigen sich leicht vor der Mutter. Und dann drehen sie sich um und gehen ein paar Schritte über die Grenze ins Hier und Jetzt. In die andere Richtung, in die andere. Grenze dazwischen. Und dann legen Sie mal eine Hand auf die drei Klötzchen, spüren Sie mal, wie fühlt sich das an. Eier. Da gibt es ja im Licht den Onkel, der, mit dem Sie unbewusst verbunden waren, dem können Sie so zuwinken, können sagen, hey du, ich mache jetzt auch mein Ding. Hey du, ich mache jetzt auch mein Ding. Da freut es mich. Wie fühlt sich das an für Sie? Ungewohnt. Naja, es ist Neues, ungewohnt, aber das wollten Sie, wollten die, Sie wollten ja was Neues, oder? Ja, unbedingt.
Und es meistens, ich beende mal die Aufzeichnung.